Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Crazy Owl. Hallo ihr lieben Löwen zu eurer Legung für den Februar 2023 auf meinem Kanal. Ich will mich zuallererst mal ganz, ganz herzlich wirklich bei euch allen bedanken für die vielen Likes, Abos, Kommentare, Wertschätzungen, die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben. Vielen, vielen Dank wirklich aus meinem tiefsten Herzen. Ich bin total geflasht. Und allen neuen Abonnenten herzlich willkommen hier und den alten Hasen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir legen heute wieder für den Februar. Ihr wisst ja, Zeit ist relativ, ne? Das ist ja immer so ein bisschen fließend. Wir legen heute wieder mit dem Krafttier-Orakel, schauen wir, welches Krafttier begleitet euch diesen Monat. Dann legen wir mit dem Arcanum-Tarot vom Los Garabeo Verlag, Erat Aliquando von Yolanda Latura und dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und natürlich gibt es auch eine Faul-Rune für euch, wo Frieda, die kleine Eule, die Runen hütet. Wilma ist natürlich auch am Start und schaut, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Dann gucken wir gleich mal, welche Energien für euch, liebe Löwen, im Feld sind. Ihr wisst, diese Legung ist für euch, wenn ihr den Löwen im Sonnen-, Mond-, Venus- oder Aszendenten habt. Schaut einfach, ob die Legung für euch stimmig ist. Es ist eine Kollektivlegung, das heißt, ihr könnt damit in Resonanz gehen, müsst es aber nicht. Dann schaut eben gerne bei eurem Aszendent oder bei eurem Mondzeichen nach. Vielleicht ist da die richtige Botschaft für euch dabei. Welches Krafttier begleitet die Löwen im Februar? Da haben wir zwei. Wir haben einmal den Delfin. Lebensfreude. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens. Der Energiefluss setzt ein. Sehr, sehr schöne Energie. Und wir haben den Lachs. Verjüngung. Du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie, die auch aus astrologischer Sicht sehr stimmig damit einhergeht. Wir haben ja der 22. Januar, ist da ein ganz wichtiges Zeitfenster, wo die Planeten wieder alle vorwärts laufen. Schaut euch da gerne in der Community, habe ich euch einen Link zu einem Video von Silke Schäfer geteilt. Da erfahrt ihr mehr zu diesen Energien. Und da seid ihr Löwen wohl mit diesen Karten voll und ganz mit dabei. Also es geht auf jeden Fall um erfüllende Aufgaben und um Lebensfreude. Da schwingt für mich auch Leichtigkeit und solche Energien mit im Feld. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, was war, was ist, in welcher Energie starten die Löwen in den Februar 2023. Was war, was ist, in welcher Energie starten die Löwen in den Februar 2023? Mit dem König der Kelche startet ihr in den Februar. Der König der Kelche ist das Feuer des Wassers. Das ist ein sehr, sehr gefühlvoll, eine sehr, sehr gefühlvolle männliche Energie. Ihr wisst, wenn ich mit dem Lenormand oder mit dem Erat Aliquando oder den Kipperkarten lege und da die Dame fällt, seid immer ihr als Zuschauer die Dame, auch wenn du männlich bist. Und wir alle haben weibliche und männliche Anteile in uns. Vielleicht ist es ja der gefühlvolle, handelnde Teil in dir. Der könnte sehr wohl für den König der Kelche stehen. Der König der Kelche ist eine männliche Energie, die auf jeden Fall mit seinen Gefühlen in Verbundenheit ist. Und ich habe auch dieses mit den Delfinen, mit dieser Lebensfreude, die hier stattfindet und auch die erfüllenden Aufgaben. Das ist eine schöne sinnbildliche Synchronizität zu diesem König der Kelche. Denn der tut Dinge gerne aus seinem Herzen heraus. Der hat natürlich auch eine Schattenseite. Ja, der kann manchmal, kann der König der Kelche auch von emotionalen Triggern gequält werden oder mit melancholischen Gefühlen konfrontiert sein. Vielleicht ist das ja noch so ein bisschen was, was aus der letzten Zeit bei euch mitschwingt und ihr jetzt eher in so eine gefühlvolle Handlung gehen wollt und in dieser Energie startet ihr in den Februar. Was hat denn Erat Aliquando noch für weitere Botschaften zu der Energie, wie ihr in den Februar startet? Was war, was ist?
Welche ergänzenden Karten kommen hier zum König der Kelche? Das sind jetzt ein bisschen viele. Ich hätte gern maximal 4 Karten, weil sonst wird das Video einfach zu lange. Jawohl, danke schön. Aha, wir haben hier noch ein bisschen ein Durcheinander. Also vielleicht ist es ja noch so, dass ihr in der Energie startet, dass ihr mit emotionalen Triggern noch konfrontiert seid. Aha, aber ihr seid hier schon, da ist der Fuchs gefallen, ihr seid hier schon dabei, eine Strategie zu entwickeln, wie ihr das herrschende Durcheinander für euch strukturieren wollt. Also der Fuchs steht auch dafür, dass man gute Lösungen findet. Eine würde ich vielleicht noch nehmen. Dankeschön. Jawohl. Also, wir haben das Durcheinander. Mir scheint, ihr habt vielleicht zum Jahreswechsel oder auch zu Beginn des Jahres, ihr wisst ja, Zeit ist immer fließend, ich kann es nicht oft genug erwähnen, vielleicht habt ihr da noch ein bisschen ein Durcheinander in euch gehabt, was eure Prioritäten angeht, ja, welchem Stern ihr mit eurer Nasenspitze hier folgt, welches Ziel visiert ihr an. Und das liegt ja bei mir so rum, dass ihr das auch richtig seht. Ja? Also die Nasenspitze des Fuchses zeigt hier Richtung des Durcheinanders. Ihr wollt also hier eine Strategie, einen Plan, eine gewitzte Lösung finden, wie ihr dieses Durcheinander für euch klären könnt. Der Fuchs ist aber auch schon so eine Energie, der hat seinen Vorteil im Blick. Ja? Und vielleicht braucht ihr da noch, wenn ihr hier mit dem Durcheinander wirklich mit dem König der Kelche emotional getriggert wart, mit dem Dachs, noch ein bisschen Zeit am Anfang des Monats, um erstmal vielleicht diesen kleinen Trigger, der da in euch vibriert, oder diese Wunde, die da in euch ist, noch zu heilen. Denn der Dachs steht für die Heilung. Ja, der zieht sich in seine Höhle zurück, der erwartet, dass dieses göttliche Licht hier ihm bei seiner Heilung im Rückzug in aller Ruhe und Stille hilft und er da in dieser Ruhe auch die Klarheit für seinen Plan schöpfen kann. Was dann dazu führen kann, dass ihr in einer völlig neuen Präsenz mit dem Hirsch wieder zum König eures Reviers werdet. Ne? Kamera, stell mal scharf. So, also hier dieser Hirsch, sie macht es gerade nicht, jetzt, dass ihr hier wieder wirklich in eure Präsenz geht, in euer Strahlen und als der König des Waldes wieder über euer Revier herrscht. Schauen wir mal, was das Lenormand noch als ergänzende 1-2 Karten dazu als Botschaft hat. Ja, da haben wir das Haus. Ja, dieses Haus steht auch für Stabilität, für das Zuhause, auch für das bei sich Zuhause sein. Es steht auch für körperliche, für den eigenen Körper. Also vielleicht habt ihr hier auch noch einfach körperlich so ein paar Zipperlein, die ihr hier noch in Heilung bringen könnt und dürft. Gut, wir haben 3 Karten. Genau, und auch hier wieder, also ich glaube schon, ne, da haben wir auch wieder das Durcheinander mit dem Irrgarten. Gibt es hier noch ein paar Wirrungen und Irrungen bezüglich eines Neuanfangs zu beheben? Vielleicht ist es auch so, dass, das kann jetzt auch nur für Einzelne von euch oder für einen von euch zutreffen, dass es hier im häuslichen Bereich Gedankenkreisen gibt bezüglich eines Kindes, wenn ihr Kinder habt. Oder dass ihr vielleicht euch schon länger Gedanken macht, an eurer häuslichen Situation was zu verändern und da was Neues anzugehen mit dem Kind. Das kann hier auch eine mögliche Deutung sein. Ihr wisst, das ist eine Kollektivlegung. Schaut einfach, was für euch in Resonanz geht. So, jetzt mache ich hier mal gleich wieder mal meinen Platz so, dass ihr die Karten relativ gut sehen könnt. Gut. Schauen wir weiter. So startet ihr in den Februar. Was kommt im Februar auf euch zu? Was kommt auf den Löwen zu? Was kommt auf die Löwen im Februar
So. Ein, zwei Karten. Dankeschön. Oh, das sieht nach einer schönen Energie aus und resoniert wunderbar mit dem Delfin und auch mit dem Lachs. Also, wir haben die Vier der Stäbe. Die Vier der Stäbe ist immer die Karte des Willkommenseins. Also, sowohl du bist bei deinem Umfeld willkommen, als auch dein Umfeld bei dir oder ein spezielles Gegenüber. Die Karte kann auch auf eine Hochzeit hinweisen. Sie deutet auf Feierlichkeiten hin, auf schöne gemeinsame Zeiten, die man miteinander verbringt. Also wenn es hier noch vielleicht auch im häuslichen Bereich eben beim ein oder anderen so emotionale Trigger gab, Sorgenpunkte, dann wird sich hier, gemäß dieser ersten Tarotkarte, scheint sich hier etwas zu verbessern und wieder in eine gewisse Leichtigkeit und ein gegenseitiges Willkommensein zu wandeln. Was sagt dann Erat Aliquando noch dazu? Was kommt auf die Löwen im Februar zu? Realität. Alte Pfade, neue Wege. Aha. Also es kann hier durchaus sein, dass einige von euch vielleicht hier wirklich, ich hatte ja gesagt, vielleicht steht für den einen oder anderen eine Veränderung der häuslichen Situation an. Oder man macht sich ein bisschen Sorgen wegen einem Kind oder einem Projekt, das man hier angehen will. Und hier scheint schon eine Veränderung zu kommen, eine positive. Also das heißt, hier wird ein Realitätsabgleich stattfinden. Also wenn es hier irgendwie, wenn ihr hier noch der Heilung bedürft, da ein emotionaler Trigger war, vielleicht im Zusammenhang mit einem Kind oder einem neuen Projekt oder einer neuen Idee, einem Neuanfang, der hier im Raum fällt, werdet ihr da einen sehr realistischen Abgleich machen. Was ist denn hier Sache? Ja, also hier findet auf jeden Fall eine leichtere Energie statt mit den vier Stäben. Und ihr seid euch aber bewusst, dass ihr nicht wieder in die alten Fahrwasser gelangen wollt. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es hier vielleicht um eine zwischenmenschliche Beziehung geht, die entweder eine sehr nahestehende Person, eine Familienverbindung, die ihr da habt. Und vielleicht findet hier wieder eine Wiederbegegnung statt, wo man sich jetzt in der Realität auf einer neuen Ebene trifft, aber auch sich dessen bewusst ist, dass man eben nicht wieder dieselben Fehler machen will mit alten Pfaden, neue Wege, sondern dass man, dass da eine Basis der Verbundenheit da ist, aber man eben künftig anders mit vielleicht den Themen, die da zwischen einem stehen oder standen, umgehen möchte. Denn dass ihr hier ganz stark an dem Aspekt der Liebe arbeitet, sagt mir die Nachtigall. Das Abendlied der wahren Liebe. Und so wie ich Yolanda Latura kenne, hat diese Karte nicht umsonst die Nummer 12. Die Nummer 12 ist nämlich die reine, madonnenhafte, bedingungslose Liebe. Und ich glaube, hier geht es wirklich drum. Es wird ein Realitätsabgleich getroffen, wenn hier ein Lebensfeld verändert werden will und hier Heilung von emotionalen Wunden stattfinden soll, werdet ihr den Realitätsabgleich machen und in Zukunft euch wirklich fragen, was würde die Liebe tun? Ja, um eben nicht wieder in alte Gewässer, alte Fahrwasser zurückzufallen, denn ihr wollt mit dem Schneeglöckchen wirklich im Hier und Jetzt sein. Das Schneeglöckchen steht für den Frühling, das steht für das Erwachen. Es steht aber auch für Zartheit. Das heißt, es sind bedachte Schritte, die ihr hier im Februar gehen werdet. Also gemäß den Tendenzen, die hier liegen. Ihr seid ja immer der Boss und entscheidet frei aus eurem Inneren heraus, was ihr tut. Aber hier wird aus dem Hier und Jetzt heraus gehandelt. Und zwar aus der Liebe. Ja, um weitere, das da, um weitere schöne Momente zu schaffen. Und zwar bedacht. Also das wird nicht Holter die Polter geschehen, sondern das Schneeglöckchen ist einfach auch eine ganz zarte Energie, die sich vorsichtig ihren Weg bahnt und als Bote des Neuen eben ankündigt, dass man eben jetzt in einer anderen Liebesenergie oder Herzensenergie eben auch dieses Wiederwillkommensein oder Willkommensein
festigen und dauerhaft halten will. Ja, passt auch sehr schön zu dem Lachs. Du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Also das ist so dieses, ja, du bleibst dir selber schon treu, aber du gehst in vielen Dingen neue Wege, weil du einfach aus deinem Herzen heraus handeln möchtest. Was sagen die Lenormand-Karten noch? Was kommt auf die Löwin zu? Ja, da haben wir mit dem Hund schon mal eine der klassischen Seelenpartnerkarten liegen. Sie steht aber auch für Freundschaften, für Treue, für Loyalität. Das sind jetzt zu viele. Wir nehmen die. Ja, oh, guck mal. Und nochmal das Herz dazu. Das passt ja wieder. Also ihr selbst werdet vielleicht auch aus einer neuen Selbstliebe heraus, aus einer eigenen Loyalität euch selbst und euren Herzenswünschen gegenüber handeln. Vielleicht ist es euch auch wichtig, dass ihr Freundschaften allgemein auf einer tieferen Herzensebene binden wollt. Oder eben, falls es hier um eine spezielle Person geht, ob das jetzt ein Kind ist, ein Familienmitglied oder euer Partner oder, ne, also wo eben ein emotionaler Trigger bei euch verletzt wurde, vielleicht durch diesen König der Kelche, dass ihr hier wirklich aus eurem Herzen heraus wieder die Zügel in die Hand nehmen wollt oder die Leine ins Maul und hier für Loyalität und Treue einstehen wollt. Sehr schöne Energie. Was ist denn der Tipp des Universums für die Löwin? Das ging jetzt schnell. Die zwei der Münzen. Das ist ja lustig. Die zwei der Münzen, also zur Zahl. Die zwei sieht ja so ein bisschen wie ein Schaukelstuhl aus. Ne? Die schwankt so hin und her. Häufig wird im Tarot die Zweierzahlen mit so einer Wankelmütigkeit gedeutet. Die zwei der Münzen steht aber auch für eine gewisse Leichtigkeit, für eine Verspieltheit mit den Werten, die man hat. In Leichtigkeit diese Werte zu prüfen, zu schauen, wie geht's mir damit, welchen Wert will ich wirklich weiter in meinem Leben noch mehr integrieren, manifestieren und welche Werte haben sich vielleicht im Laufe der Zeit auch gewandelt. Spannend. Was sagt denn Erat Aliquando noch als Tipp des Universums für die Löwen? Der Besen, ja, durchfegen. Also vielleicht geht es auch darum, wie ich gerade gesagt habe, welche Werte wollt ihr für euch festigen, welche haben sich vielleicht verändert und welche wollt ihr vielleicht ja, verabschieden, ja, weil sie für euch nicht mehr stimmig sind. Wir haben das Tischlein Deck dich. Das ist die größte Glückskarte im Erat Aliquando, also die steht für den Herbst, auch für die Ernte. Den Sankt-Nimmerleins-Tag, eine nehmen wir jetzt noch und die Nelke. Gut, sehr schön. Ach, ich brauche ja die Outcome-Karten noch für den weiteren Weg. Wow, okay, ich zeige euch natürlich die Outcome-Karten nachher, die könnt ihr jetzt gerade leider nicht sehen. Jetzt lege ich gleich noch die Lenormand-Karten dazu, dass wir dann den Tipp des Universums in einer Linie haben. Eine würde ich noch nehmen. Danke. Okay, also wow, eine zauberhafte Energie, kann ich euch jetzt schon mal sagen, liebe Löwen, tolle Energie. Also, mit dem Besen werdet ihr eure Werte nochmal ein bisschen überprüfen. Ihr wisst mit dem Tischlein deck dich und diesen zwei der Münzen könnt ihr im Endeffekt euer Leben in einer gewissen Leichtigkeit genießen, weil ihr Fülle habt. Das Tischlein deck dich sagt, ist wirklich die größte Glückskarte. Sie spricht von Fülle, von Überfluss zum Teil, also wirklich von ja, das ist pures Glück, ja, Erfüllung. Und hier werdet ihr aber eure Werte noch ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Vielleicht war das ja vorher auch für euch so, dass ihr gesagt habt, ja, Karriere ist ganz wichtig und jetzt haben sich diese Werte verändert und ihr sagt einfach, mir ist das Zwischenmenschliche, Freundschaften, Familie, das Abendlied der wahren Liebe, das,
das ist das, was mich trägt. Das ist das, was für mich dieses zarte Pflänzchen ist, das ich mehr ins Wachsen bekommen möchte, dass ich mehr wachsen lassen will, dass das größer werden soll. Denn ihr wollt hier nicht auf das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis dieses Schneeglöckchen vielleicht zu einer großen Blume herangewachsen ist. Ja, die Nelke steht auch für die Familie, steht auch für Erotik, für Leidenschaft, für Herzensverbindungen. Und das ist vielleicht dieses, ja, da habt ihr vielleicht euch durch andere Projekte oder Aufgaben oder Themen, die in eurem Leben waren, ablenken lassen. Und der Tipp des Universums ist, schaut wirklich hier hin. Nicht, dass euch dieses hier, diese freundschaftlichen Verbindungen, die Wegbegleiter, die an eurer Seite sind, dass die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müssen, bis sie mit euch die Fülle genießen können. Und wir haben von den Lenormand-Karten den Stern. Der steht für Anerkennung, für Erfolg, auch für die Spiritualität. Und mit der Sonne haben wir die größte Glückskarte im Tarot, im Lenormand. Ja? Also hier folgt wirklich für euch, liebe Löwen, ihr seid wirklich, folgt kraftvoll eurer Herzensstimme, eurer inneren Weisheit. Hier sind Impulse, wo ihr genau wisst, in diese Richtung soll es gehen. Und dass ihr diese spirituellen Zeichen sind auch nicht mehr zu übersehen, was Lebensfreude angeht. Ja, hab Spaß, spiele, probier dich aus, surf die Welle des Lebens, der Energiefluss setzt ein. Das ist hier definitiv der Fall. Mit Sonne und Stern, ja, der Energiefluss setzt sowas von ein, liebe Löwen. Da könnt ihr gar nicht mehr umhin. Und ihr werdet hier mit Sicherheit, wie geht's weiter? Da haben wir als untere Karte die Welt. Etwas in euch oder auch in eurem Außen kommt zu einem Ende. Die Welt ist immer das Ende und der Anfang. Hier wird etwas beendet und ich glaube, dass das eben dieses Durcheinander ist, dieser emotionale Trigger. Hier gibt es irgendeine zwischenmenschliche Verbindung, die noch mit dem Irrgarten für Verwirbelungen sorgt. Und das darf zu einem Ende kommen. Hier wird etwas auf eine völlig neue Energie angehoben. Und diese Energie hat mit Überfluss zu tun. Schaut euch das mal an. Mit einem Überfluss. Und dann haben wir im Tarot, im Lenormand unten liegen, die Blumen. Die Blumen stehen für Treffen. Die Blumen stehen auch für Geschenke, für Überraschungen. Sie können auch für Weihnachten stehen. Also es kann wirklich im weiteren Verlauf, wenn ihr eurem Herzenskompass folgt, diese kraftvollen spirituellen Signale mit Leichtigkeit die Fülle des Lebens zu genießen und da euch selbst treu bleibt, ja, und auch eurem Umfeld ein treuer Begleiter seid, dann könnt ihr die Schöpfungsgeschenke im Überfluss genießen und werdet wahrscheinlich selbst überrascht sein, wie viel Geschenke auf eurem Weg schon sind. Wow. Gut. Dann schauen wir mal, welche Rune begleitet die Löwen im Februar. Ja. Die Manas. Die Manas steht für Ausbegegnung wird Bindung. Die Manas macht Dinge verbindlich und das werdet ihr tun. Wir haben hier die Welt liegen. Wie geht's weiter? Hier werden gewisse Dinge zu einem Abschluss kommen. Das können innere Verhaltensweisen sein, eure inneren Werte, einen finalen Wandel erfahren. Und der Fokus liegt auf der Verbindlichkeit, auf der Bindung, auf den zwischenmenschlichen Verbindungen. Hier begegnen sich zwei gespiegelte Vunios und die Vunio steht immer für die Wunscherfüllung. Ja, das können auch zwei Menschen sein, die so Arm in Arm miteinander gehen und in die gleiche Richtung blicken. Hier wird etwas verbindlich. Und wie ich hier schon sagte, ne, hier liegt mit den vier Stäben auch die Hochzeit oder die Feierlichkeit. Auch da unterstreicht die Manas diese Energie. Ihr lieben Löwen, das scheint ein für die zwischenmenschlichen Verbindungen ein wirklich schöner Monat für euch zu werden.
Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen tollen Februar. Freue mich über Likes, Abos, Kommentare, das wisst ihr ja. Und ja, fühlt euch gedrückt und geknuddelt. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl. Ciao.